Die Südseite des Erzberges, die dem Reichenstein zugekehrt ist und auch Hintererzberg genannt wird, besitzt kaum abbauwürdige Erze. Betrieblich wurde dieser Teil des Erzberges vor allem zur Errichtung von Sturzhalden und Schlammteichen genutzt. Aber auch Anlagen wie Werkstätten, eine Wohnsiedlung und zwei von der Mitte des Erzberges zum Gipfel führende Aufzüge wurden dort errichtet. Die beiden Aufzüge waren für die Bergarbeiter eine Fortsetzung der Aufstiegshilfen von Eisenerz zum Erzberggipfel und führten von der Mitte des Berges nach oben. Der Zauren- und der Thekla-Aufzug, wie sie genannt wurden, sind anfangs der 40er Jahre während des Zweiten Weltkrieges erbaut worden. Die Anlage des Zauchenaufzuges führte vom untersten Anschlag auf der Etage 3 König auf die Etage Zauchen von 1085 auf 1266 Meter Seehöhe. Der Thekla-Aufzug hatte seinen tiefsten Anschlag auf Zauchen, etwa 30 Meter neben der Endstation des Zauchenaufzuges. Die Kopfstation des Thekla-Aufzuges stand zuletzt direkt auf dem Erzberggipfel auf einer Seehöhe von 1456 Meter. Beide Aufzüge waren gleicher Bauart. Sie waren als Schrägaufzüge mit Gegengewichten und vor allem für den Materialtransport ausgerichtet. Das Plateau der Förderwagen war offen und sehr windig und kalt, insbesondere bei Schlechtwetter und zur Winterszeit. Trotzdem wurden diese Wagen auch zur Personenbeförderung benutzt. Eine etwa 10-minütige windige Fahrt pro Aufzug war allemal noch bequemer als ein Fußmarsch nach oben. Nachdem Anfang der 70er Jahre die letzte Erzbergsiedlung aufgelassen und die betrieblichen Personen- und Materialförderungen zur Gänze auf die Straße verlegt wurden, kam es auch zur Einstellung und Demontage der beiden Schrägaufzüge. Heute sind nur mehr Fragmente der Aufzugsanlagen ersichtlich.